Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10 die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein erstes Gesetz zur Förderung von Chancengleichheit in der frühkindlichen Bildung, Kita-Gebührenfreistellungsgesetz, und bitte als erstes die Abgeordnete Wiesmann für die Berichterstattung. Beschlussempfehlung wie folgt. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimmen von SPD und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Danke, Frau Wiesmann. Wir treten in die zweite Lesung ein. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Als erstes hat sich Herr Merz für die SPD-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie haben es gehört. Die Mehrheit des Hauses wird den Vorschlag der SPD, die Gebührenfreiheit für die Betreuung, Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten auch auf das vorletzte, das zweite Kindergartenjahr auszudehnen, ablehnen. Ich kann Ihnen von dieser Stelle erklären, dies wird nicht das Ende der Debatte sein. Die Debatte fängt heute erst richtig an. Und um Ihnen einen kleinen Eindruck zu geben, worum es hier geht, zitiere ich, ja, freuen Sie sich schon, ich auch. Also, wir werden noch viel Spaß aneinander haben, Herr Minister. Wie immer. Ja, wie immer. Jetzt lenken Sie mich nicht ab, Herr Boddenberg. Ich will jetzt gerade etwas aus der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeine vortragen. Die Bürgermeister des Altkreises Hofgeismar haben parteiübergreifend gerügt, dass sie gezwungen werden, durch die Politik der Hessischen Landesregierung gezwungen werden, die Kindergartengebühren zu erhöhen. Die Kindergartengebühren dort im Altkreis Hofgeismar liegen für einen Kita-Platz, also für einen Ü3-Platz, zwischen 120 und 214 €, also eine nicht unbeträchtliche Summe, nicht unbeträchtliche Summen. Und der Artikel schließt mit folgender Bemerkung. Eigentlich, so die Meinung aller 10 Bürgermeister im Kreisteil, müssten die Kindergartenplätze vom Land kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sie verweisen dabei auf Bundesländer, in denen dies bereits so sei. Meine Damen und Herren, dies ist ein Teil der Debatte, die Sie in den kommenden Monaten und Jahren noch bekommen werden, und Sie werden sie auch bekommen im Zusammenhang mit der Debatte um die Reform der Hessischen Verfassung. Sie wissen, dass die hessische SPD und die Landtagsfraktion einen Vorschlag gemacht haben, in der Verfassung die vollständige Gebührenfreiheit für die Betreuung, Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten zu verankern. Und wir tun das aus im Wesentlichen aus drei Gründen. Erstens. Um es mit den Worten der Liga der Wohlfahrtsverbände zu sagen, die in ihrer Stellungnahme, in ihrer schriftlichen Stellungnahme zur Anhörung zum Gesetz, die sich folgendermaßen geäußert hat, die Kita-Gebühren sind ein heilloser Anachronismus. Und das ist vollkommen richtig, weil wir alle miteinander gelernt haben, großer Punkt 1, dass die Kindertagesstätten und auch die Kindertagespflege, also das gesamte System der frühkindlichen Bildung in diesem Land, eben nicht nur frühkindliche Bildung heißt, sondern dass es eben auch zu einem integralen Teil zum Fundament des Bildungssystems in diesem Land geworden ist. Und deswegen ist es aus Gründen der Billigkeit, aus Gründen der Gerechtigkeit und aus Gründen der inneren Logik nicht vermittelbar, nicht länger vermittelbar, dass wir für den Bereich der Kindertagesstätten, von dem jeder sagt, dass er die entscheidende Ressource für den Bildungserfolg ist, respektive sein kann, wenn er vernünftig ausgestattet ist, dass wir ausgerechnet für diesen Bereich Gebühren nehmen, aber nicht für den Bereich der Schulen und nicht für den Bereich der Hochschulen. Nun kenne ich das Argument, dass es in der Schule Schulpflicht gibt. Das trifft aber nicht zu für die Hochschulen. Es gibt keine Hochschulpflicht,
sondern dort machen das die Leute genauso freiwillig oder eben auch nicht freiwillig wie in dem Bereich der Kindertagesstätten auch. Und dabei soll es auch bleiben. Und ich verkenne auch nicht die fundamentalen strukturellen Unterschiede zwischen dem Bereich der Kindertagesstätten und dem der Schulen und der Hochschulen, der z.B. in der ganz anderen, in der höchst pluralistischen Struktur liegt und in seiner Freiwilligkeit. Nichtsdestoweniger, es ist ein Bestandteil des Bildungssystems. Und deswegen ist es aus Gründen der Billigkeit, der Gerechtigkeit und auch der Innovationsfähigkeit unseres gesamten Bildungs- und Gesellschaftssystems nicht länger vermittelbar, dass hier Gebühren genommen werden. Zweitens, es geht um die Frage der Gleichheit der Lebensverhältnisse. Das ist in der eben zitierten Äußerung der Bürgermeister aus dem Kreishof Geismar schon angesprochen. Es ist niemandem mehr vermittelbar, dass man in einem Bundesland Gebühren für die Kindertagesstätten bezahlen muss, und teilweise, wie erwähnt, nicht unerheblich. Da haben wir jetzt noch kein Wort über den U3-Bereich gesprochen. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aus dem Ü3-Bereich genommen. Im U3-Bereich reden wir über ganz andere Systeme. Es ist nicht vermittelbar, dass das in einem Bundesland so und im anderen Bundesland anders ist. Und es ist noch viel weniger vermittelbar, dass es innerhalb des Bundeslandes Hessen, und das ist sehr eindrucksvoll in der Anhörung auch noch einmal deutlich geworden, auch für die, die das alles schon wussten, noch einmal überdeutlich geworden, dass wir eklatante Unterschiede haben in der Gestaltung der Gebührenlandschaft innerhalb von Hessen. Dass wir unglaubliche Spreizungen selbst da haben, wo es Gebühren noch gibt, und dass wir selbstverständlich Spreizungen haben zwischen den Kommunen wie Eschborn, um jetzt mal das beliebteste aller Beispiele zu nehmen, zwischen Eschborn, wo man aus nachvollziehbaren Gründen keine Kita-Beiträge mehr erheben muss. Und sagen wir jetzt noch einmal, um noch einmal Hofgeismar heranzuziehen, aber das könnte ich für viele andere Kommunen auch sagen, anderen Kommunen, wo man das bedauerlicherweise nach wie vor tun muss. Das ist niemandem gut vermittelbar, meine Damen und Herren, warum das so ist. Und es hilft auch der Hinweis, Frau Wiesmann, es hilft auch der Hinweis nicht, den Sie wahrscheinlich jetzt gleich machen werden, es hilft auch der Hinweis daraus nicht, dass das natürlich eine in der kommunalen Gestaltungshoheit wäre, z.B. mit Staffelgebührentarifen, das auszugleichen. Ich habe oft schon darauf hingewiesen, dass das für die meisten kreisangehörigen Kommunen keine Option ist, sondern dass sie Folgendes tun. Sie ermäßen bzw. sie schieben die Gebührenlast für diejenigen, die im SGB-II-Bezug sind, das ist der Regelfall, auf die Landkreise, und sonst gibt es praktisch höchstens noch einmal für das zweite oder das dritte Kind eine Ermäßigung. Ein eigentlicher Staffelgebührentarif, wie wir ihn z.B. seit 20 oder 30 Jahren in Gießen haben, gibt es in den wenigsten Fällen. Und deswegen ist sozusagen das kein Ausweg, und es ist vor allen Dingen keine Antwort auf die fundamentale Frage der Gerechtigkeit, warum es in einem Bundesland so ist, in einer hessischen Kommune auch so ist, nämlich vollkommen gebührenfrei, und woanders eben nicht. Es ist auch nicht logisch, dass das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei ist und das zweite und das erste nicht. Und U3 schon mal gar nicht. Und U3, um das noch einmal zu sagen, dort sind die Gebühren, weil auch die Kosten dort natürlich die höchsten sind, sind natürlich auch die Gebühren die höchsten. Auch das ist im Grunde eine offenkundige Ungerechtigkeit innerhalb des Systems der Gebührenerhebung, die es zu beseitigen gilt. Und dazu wollte unser Gesetzentwurf einen Beitrag leisten. Nun ist in der Anhörung und auch von als Kritik gesagt worden, und wir haben auch damit argumentiert, dass das die Anreizfunktion der Gebührenfreiheit, das stand ja an der Wiege der Gebührenfreiheit für das dritte Kindergartenjahr, dass das im Grunde kein gutes Argument ist, weil im zweiten und dritten Kindergartenjahr praktisch fast der gesamte Jahrgang in die Kindertagesstätte geht. Das ist richtig. Und ich selbst habe damals bei der Einführung der Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr dafür plädiert, für das erste beitragsfrei zu stellen. Das wäre logischer gewesen. Wir hatten also bei unserem Versuch, uns wenigstens zu nähern, der Frage der vollständigen Gebührenfreiheit, und wir haben bewusst einen Übergangsweg gewählt und nicht sozusagen gleich den ganzen Schritt gemacht, aus
auch aus finanziellen Gründen. Wir standen vor der Frage, sollen wir nicht in den U3-Bereich gehen oder den mit berücksichtigen, weil dort die Anreizfunktion sicher am höchsten ist und auch die Beitrags-, die Effekte für die einzelne Familie die höchsten wären, ohne jeden Zweifel. Wir haben dort eine relativ niedrige Inanspruchnahme nach wie vor. Wir hätten dort ganz sicher den Wunsch, dass das mehr Menschen, mehr Familien beanspruchen. Und wie gesagt, dort sind die Preise am höchsten und wären, ist auch der Abschreckungseffekt der Preise am höchsten. Das haben wir nicht getan, weil es die Logik des derzeitigen Systems nicht nahelegt. Es ist aber, das gebe ich ohne weiteres zu, unter dem Aspekt des Anreizes, das ist kein besonders starkes Argument. Deswegen will ich das auch nicht überstrapazieren. Ich will nur auf das Problem an der Stelle hinweisen. Tatsache ist und bleibt aber, aus Gründen der Gerechtigkeit und aus Gründen der Entlastung von Familien, insbesondere solchen mit kleinen und mittleren Einkommen, Menschen, die ihren Lebensunterhalt im Wesentlichen selber und nicht durch Transferleistungen verdienen und die also z.B. nicht in den Genuss von Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe kommen, wie beschrieben, für die wäre eine Ausweitung der Gebührenbefreiung ohne Wenn und Aber eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Wir haben sehr viel über Kinderarmut gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Wir werden das auch weiter tun müssen. Wir werden das auch weiter tun müssen, gerade in dem Bereich, wo es überall knirscht, wo die Leute weder bei der Sozialwohnung noch bei vielen anderen Vergünstigungen teilhaben, weil sie immer kurz über der Grenze liegen, über der Beitragsbemessungsgrenze. Gerade in diesen Bereichen müssen wir etwas tun und sollten wir etwas tun. Auch das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und deswegen fängt die Debatte heute erst an. Man sieht sich im Leben immer zweimal. Danke schön, Herr Merz. Für die CDU hat sich Frau Wiesmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Merz, zwei kurze Dinge vorweg. Ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft zu diesem und vielen anderen Themen. Das ist ganz wörtlich gemeint. Und zweitens, zweite Vorbemerkung zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ich will mal ganz frank und frei für uns feststellen, für uns ist gerecht nicht zwingend gleich und gerecht ist auch nicht zwingend kostenlos für alle, sondern das sind alles einzelne Fragen. Man muss diese Fragen nach Gerechtigkeit sehr spezifisch in einzelnen Fragestellungen beantworten. Aber jetzt zur Sache. Nach erfolgter Anhörung und auch Diskussion im Ausschuss haben wir heute wieder die Gelegenheit, Ihren Gesetzentwurf, Ihrem Gesetzentwurf etwas abzugewinnen. Und nachdem Sie mir im Ausschuss so ein bisschen vorgeworfen haben, ich hätte das ganz große Besteck ausgepackt, haben Sie es heute selbst gemacht. Das ist auch vielleicht ganz gut so. Aber ich will es dennoch mit etwas bescheideneren Instrumenten versuchen, unsere Position hier darzulegen. Und ich nehme mir noch einmal die Prämissen vor, die Ihrem Vorschlag zugrunde liegen, auch im Lichte der Anhörung. Erste Prämisse. Sie tragen vor, dass finanzielle Sorgen Eltern davon abhalten, ihre Kinder in die Kinderbetreuung zu geben oder es zumindest sehr erschweren. Und nach der Anhörung kann ich zwar bestätigen, dass diese Behauptung von einigen Anzuhörenden auch vorgebracht wurde, aber sie konnte überhaupt nicht belegt werden. Hingegen stellte die Stadt Kassel fest, ich zitiere, bisher gibt es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass die Elternentgelte den Zugang einschränken. Zitat Ende. Und dann plädierte die Vertreterin für weiteren Platzausbau und weitere Qualitätsverbesserungen. Die Vertreterin der Wissenschaft Singular, Frau Meiner-Teubner, nimmt wie folgt Stellung, und ich zitiere nochmals direkt, die Inanspruchnahme von frühkindlichen Bildungsangeboten von Kindern im Alter von 4 und 5 und damit in den letzten beiden Jahren vor der Einschulung liegt bereits seit mehreren Jahren sowohl bundesweit als auch in Hessen bei fast 100%. Anreize zur Nutzung von Kindertageseinrichtungen müssen also für diese Altersgruppe nicht mehr geschaffen werden. Zitat Ende. Ehrlich gesagt haben Sie einen Teil davon ja auch eben selbst schon gesagt. Ich finde, dies ist doch eine klare Bestätigung unserer Einschätzung aus der ersten Lesung. Hessen hat kein Defizit bei der Teilnahme der 4- und 5-Jährigen am Kindergarten. Und genau für die schlagen Sie an Ihrem Gesetzentwurf die Beitragsfreiheit vor. Wir wissen ja sogar aus der Statistik, dass die Teilnahme am Kindergartenbesuch bei den Kindern mit Migrationshintergrund, die uns ein besonderes Anliegen sind, wie wahrscheinlich Ihnen auch, sogar noch höher liegt als im Schnitt.
und dass der Landeselternbeirat, das will ich als dritten Punkt hier noch aus der Anhörung erwähnen, angesichts dieser Hinweise von einer wörtlich enormen Belastung der Eltern durch die Beiträge spricht, die, noch einmal Zitat, bei manchen dazu führen, ihr Kind nicht oder erst sehr spät an der frühkindlichen Förderung in der Kindertagesstätte teilhaben zu lassen. Das ist sein gutes Recht, und dann sagen darf man ja alles. Aber wir können es nicht nachvollziehen. Prämisse 2. Sie sagen, die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr sei ein Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit in Hessen. Das war eben Ihr Hauptpunkt. Und es trifft auch zu, dass eine Reihe von Anzuhörenden sich für die generelle finanzielle Entlastung der Eltern ausgesprochen und deshalb auch die von Ihnen befürwortete Abschaffung von Kita- und Kinderbetreuungsgebühren begrüßt hätten oder befürwortet haben. Gleichwohl ist aber auch auf Seiten von Elternvertretern und Kommunen sehr deutlich geworden, dass der Ausbau und die weitere Qualitätsentwicklung auf absehbare Zeit höhere Priorität haben sollten. Als CDU ist es uns selbstredend ein großes Anliegen, dass Familien ihre familiären und beruflichen Pflichten vereinbaren können und dass sie auch materiell so gestellt sind, dass sie ihre Kinder möglichst sorgenfrei großziehen können. Aber es sind auch nicht alle Familien in einer vergleichbaren wirtschaftlichen Lage. Und deshalb überzeugt uns insbesondere die in der Anhörung aus wissenschaftlicher Sicht vorgetragene Einschätzung, dass es auf eine überzeugende soziale Staffelung der Elternbeiträge ankommt, und zwar eine, die alle Bestandteile der Elternbeiträge einbezieht, die auf die Höhe des Familieneinkommens abstellt und die auch die Anzahl der Familienmitglieder berücksichtigt. Die gesetzliche Regelung, die wir haben, die ja besagt, dass die Gebühren von den zuständigen Gemeinden nach Einkommen und Geschwisterzahl gestaffelt werden können, ist deshalb gut. Und sie ist wichtig, und wir sollten an ihr festhalten. Wir könnten aber auch vielleicht noch dafür werben, dass vermehrt von ihr Gebrauch gemacht wird vor Ort. Und das können wir uns alle. Sie haben ja vielfach auch in der Opposition eine große Verantwortung vor Ort. Gut und richtig bleibt auch nach der Anhörung, dass im Bedarfsfall Elternbeiträge vom Jugendamt ganz oder teilweise übernommen werden für Hartz-IV-Bezieher und Sozialhilfeempfänger. 10% der hessischen Eltern sind so schon per Gesetz von den Kita-Gebühren befreit, zusätzlich zu denen, die im Rahmen der kommunalen Beitragsregelungen keinen oder nur einen kleinen oder gar symbolischen Beitrag entrichten. Und deshalb komme ich zurück zu dem, was ich auch in der ersten Lesung schon gesagt habe. Es kann allenfalls ein schmales Segment von Eltern sein, die von den Gebühren im vorletzten Kindergartenjahr in schmerzhafter Weise belastet sind. Es ist nichts, es ist anders behauptet worden, aber auch nur behauptet worden. Und zu Ihren Gunsten, und die sind mir auch wichtig, diese Eltern, nun quasi Freibier für alle auszugeben, also all diejenigen freizustellen, die diese Beiträge aufzubringen, ohne Schwierigkeiten oder gar leicht in der Lage sind, das ist ein seltsames Verständnis von sozialer Gerechtigkeit, das muss ich wirklich sagen. Ihr Gesetzentwurf, liebe SPD, bedient vor allem Gutverdiener, die mit den vollen Beitragssätzen, die sie zahlen, heute erheblich und manche sogar gerne zur Finanzierung einer hochwertigen Kinderbetreuung beitragen. Für diejenigen Familien, um die sie sich kümmern wollen und das auch sagen, macht er kaum einen Unterschied. Dritte Prämisse. Kinder gehören früh und lange in außerfamiliäre Kinderbetreuung, weil hier die eigentliche frühkindliche Bildung stattfindet. Was die Sinnhaftigkeit des Kindergartenbesuchs im vorletzten vorschulischen Jahr angeht, stimmen wir von der CDU-Fraktion mit Ihnen vollkommen überein. Ja, denn auch wir haben keinen Zweifel, und ich habe es auch schon gesagt, dass es in aller Regel Kindern und ihrer Entwicklung förderlich ist, wenn sie im Alter von 4 Jahren täglich mehrere Stunden oder auch ganztags den Kindergarten besuchen, und zwar insbesondere dann, wenn dieser nach dem Bildungs- und Erziehungsplan arbeitet, einen guten Personalschlüssel hat und umfassende Förderangebote bereitstellt, wie die CDU-geführten Landesregierungen sie in beharrlicher Weise eingeführt haben. Jedoch, je jünger die Kinder, desto größer muss die Behutsamkeit im Umgang mit ihnen sein. Ein Grundverständnis, ab einem Jahr seien alle Kinder am besten 10 Stunden täglich in der Kita aufgehoben. Ich unterstelle es Ihnen nicht, ich sage es einfach. Es sei also quasi eine Elternpflicht, ihnen dieses zu ermöglichen. Und daraus ergebe sich die politische Pflicht, Kita-Gebühren grundsätzlich abzuschaffen, weil es ja eine Bildungssache sei. Das teilen wir nicht.
Bindungsforschung und gesunder Elternverstand mahnen uns dabei zu etwas mehr Zurückhaltung. Denn wir dürfen nicht Anliegen von Eltern und Volkswirtschaft oder gar Interessen von politischen Gruppierungen mit den Bedürfnissen der Kinder verwechseln. Die Wissenschaft stützt diese ihre Prämisse nicht in der gebotenen Einhelligkeit. Das wissen Sie auch in der Enquete, aus der Enquete. Sondern die Wissenschaft weist auch immer wieder auf den grundlegenden Bildungsbeitrag der Familie hin. Und daher ist und bleibt für uns das Elternrecht, über Ort und Format der vorschulischen Bildung und Erziehung zu entscheiden, unantastbar. Und auch deshalb halten wir es weiterhin, auch nach der Anhörung, für richtig, es beim gebührenfreien letzten Kindergartenjahr zu belassen. So viel zu den Prämissen Ihres Gesetzesvorschlags. Ich verzichte darauf, dass es viele weitere Kritikpunkte in der Anhörung gab, etwa zur Frage der Tagespflege oder auch dazu, ob ein Ausstieg aus den Elternbeiträgen nicht die Gefahr berge, dass dadurch der Gestaltungsspielraum der Träger im Hinblick auf qualitative Aspekte oder differenzierte Angebote dann eingeschränkt würde. Ich habe mich auf die Aspekte konzentriert, die für unsere Gesamtbewertung maßgeblich sind. Aber einen Punkt möchte ich doch noch anfügen. Ihr Vorschlag kommt, besonders im Vergleich mit dem von der Linkspartei, den wir sicherlich bei anderer Gelegenheit noch einmal beraten werden, recht harmlos daher. Es ist ja nur ein Einstieg. Es ist ja zunächst nur die Kleinigkeit von 62 Millionen € pro Jahr, könnte man meinen. Geschenkt, dass z. B. der Städtetag der Auffassung war in der Anhörung, dass diese Summe gar nicht reichen würde, und hat auch sogleich eine Dynamisierung und ein Anpeilen der echten Drittelfinanzierung angemahnt. Aber auch für die läppischen 62 Millionen € haben Sie keine seriöse Gegenfinanzierung präsentiert, und schon gar nicht für das kommende Jahr, wo Sie den Gesetzentwurf bereits gültig sehen wollen, geschweige denn für die logische Fortführung Ihrer Politik des Einstiegs in den Komplettausstieg. Ich fasse deshalb zusammen. Die CDU-Fraktion sieht sich darin bestätigt, dass die Bereitstellung eines dem Bedarf vollständig entsprechenden Kinderbetreuungsangebots und auch die weitere Verbesserung der Qualität höhere Priorität haben als eine Ausweitung der Beitragsfreiheit. Ein Mehr an Beitragsfreiheit wird nicht, wie behauptet, zu einer stärkeren Inanspruchnahme von Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung führen. Es wird schon stark in Anspruch genommen. Eltern, die das benötigen, werden bereits jetzt durch die Staffelungen, durch Sozialgesetzgebung und die wirtschaftliche Jugendhilfe und teilweise sogar durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes entlastet, aber eben nach Bedarf und nicht mit der Gießkanne. Ihr Gesetzentwurf will ein Problem beseitigen, das es so gar nicht gibt, und die soziale Gerechtigkeit gegenüber Familien unterstützen, die bereits durch gut funktionierende andere Mechanismen unterstützt werden. Sie zum Schluss, Frau Wiesmann? Wir können dem heute und auch im Licht der Anhörung so nicht zustimmen, aber freuen uns selbstverständlich auf die Fortführung dann einer sehr großen Debatte mit bestem Wissen und mit großem Vergnügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Frau Wiesmann. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Merz, SPD-Fraktion, gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Manchmal sieht man sich ganz schnell zum zweiten Mal innerhalb derselben Debatte. Frau Kollegin, Herr Präsident, ja, habe ich gesagt. Frau Kollegin Wiesmann, ich freue mich in der Tat immer auf Debatten mit Ihnen, weil nirgendwo sonst die fundamentalen Unterschiede zwischen Ihrer Familienpolitik und einer sozialdemokratischen Familienpolitik so deutlich werden wie in Ihren Wortbeiträgen. Die sind intellektuell, mit zwei Ausnahmen, auf die ich gleich zu sprechen komme, auf hohem Niveau, aber sie sind der Ausdruck eines zutiefst konservativen Familienverständnisses, das im Wesentlichen gespeist ist aus der saturierten Lebenserfahrung von Menschen der Mittelschicht. Doch, das ist so. Wie könnte man sonst, Herr Minister, auf den Gedanken kommen, dass es jenseits der Empfänger von SGB II-Leistungen noch eine ganze Menge von Familien gibt, die dringend auf eine finanzielle Entlastung ihres Familienbudgets angewiesen werden. Wie kann man eigentlich auf so einen Gedanken kommen? Das ist so außerhalb jeder Welt, Frau Kollegin Wiesmann, dass mir an der Stelle wirklich die Worte fehlen. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich sage Ihnen, gucken Sie sich mal, ich habe zugehört. Ich habe ziemlich genau zugehört. Gucken Sie sich mal zum Beispiel die Verhältnisse in der Stadt Gießen an. Fragen Sie nach, wer dort
innerhalb der verschiedenen, sehr differenzierten Staffeltarife, wie die in Anspruch genommen werden und was das für Familien sind. Da werden Sie Ihr blaues Wunder erleben, was das angeht. Punkt 1. Punkt 2. Wenn Sie der Auffassung sind, dass man das alles so wunderbar mit Staffelgebühren regeln kann, der Auffassung bin ich auch, dass man es besser regeln kann. Und ich bin auch der Auffassung, dass die gesetzgeberische Kompetenz des Landes, was die Höhe der Kita-Beiträge angeht, nicht ausgereizt ist. Wir haben das vor kurzem im Zusammenhang mit einer mündlichen Frage miteinander erörtert. Herr Merz, Ihre 2 Minuten sind abgelaufen. Ja, dass diese Frage, dann stellen Sie sich hierher und sagen, ob Sie bereit sind, eine Landesregelung in Bezug auf die Deckelung der Höhe der Kita-Beiträge und auf Richtlinien für eine Gebührenstaffelung, die dem entspricht, was Sie wollen, angeblich wollen, ob Sie bereit sind, darüber zu diskutieren. Danke, Herr Merz. Frau Wiesmann, Sie haben 2 Minuten Gelegenheit zur Antwort. Lieber Herr Merz, wir haben hier vieles zu entscheiden, was wir nicht aus unserer unmittelbaren Lebensperspektive entscheiden können. Und deshalb nehme ich für mich in Anspruch, dazu auch hier sozusagen nach bestem Wissen meinen Beitrag zu leisten und möchte deshalb mich weiter nicht zu Ihren Insinuierungen äußern, aus welchen Erfahrungen heraus hier mein Weltbild zustande kommt. So, aber zur Sachfrage. Die Frage nach der sozialen Stellung, das habe ich auch extra gesagt in meiner Rede, von Familien, stellt sich immer. Und es stellt sich immer die Frage, ob die Voraussetzungen gut genug sind, dass sie sozusagen ihren Auftrag, ihre Aufgaben erfüllen können, z.B. an ihren Kindern oder anderen Familienangehörigen. Aber darauf gibt es eine Fülle verschiedener und möglicher Antworten. Und wir können über verschiedene Antworten gerne diskutieren. Das ist aber nicht das Thema. Sie haben einen konkreten Vorschlag gemacht. Und ich sage Ihnen, Ihr konkreter Vorschlag nach unserer Sicht trägt zu diesem Problem oder seiner Lösung nichts bei oder nicht viel. So, und das habe ich Ihnen versucht auseinanderzusetzen, und ich habe mich auch sehr präzise auf Ihren Gesetzentwurf und was Sie vorschlagen bezogen. Sie dagegen haben eine ganz weite Perspektive aufgemacht und gesagt, na ja, eigentlich geht es uns gar nicht um dieses eine Kindergarten, ja, wir wollen ja die Komplettfreistellung. Dann machen Sie es doch mit der Linkspartei, dann sind wenigstens klare Verhältnisse. So, ja, das kann ich auch verstehen. So, und das Letzte ist, dass Sie am Ende immer nach dem Land rufen, um eine allgemeine Regelung zu verlangen für ein Thema, was im Lande aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten heterogen geregelt wird. Dem können wir uns nicht anschließen. Es wissen die Kommunen vor Ort am besten, wie sie ihrem Auftrag, Kinderbetreuung bereitzustellen. Wir haben sogar Rechtsansprüche dafür, gerecht werden. Und die einen können sich das so vorstellen und andere anders. Und wir gehen regelmäßig zur Wahl. Und auch Sie vor Ort müssen ja Ihre Politik in Gießen immer wieder zur Wahl stellen. Wenn Sie es gut machen, werden Sie wiedergewählt. Wenn nicht, kommen andere zum Zuge. Ich halte das für vollkommen normal. Und dieses Stück Wettbewerb übrigens tut uns auch in unserem Lande sehr gut. Danke, Frau Wiesmann. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutieren heute den Gesetzentwurf der SPD, um das zweite Kindergartenjahr im begrenzten Umfang auch beitragsfrei zu stellen. Und diese Umsetzungsdiskussion konnte ich jetzt nicht zwingend nachvollziehen, weil die SPD hat sich ja, wenn ich das richtig erkannt habe, mehr oder minder an dem Vorgehen einer ehemaligen CDU-Mehrheit hier orientiert. Technisch, also warum man technisch nicht, also technisch kann man nichts dagegen haben, weil man es einmal selbst gemacht hat und auch abgefeiert hat. Ich weiß nicht, ob die SPD damals sehr kritisch war, als es so gemacht worden ist. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Der Herr Merz weiß das sicherlich noch besser, ob er das damals gelobt hat oder nicht. Aber mir geht es ja auch mehr um die grundsätzlichen Fragen, die angesprochen worden sind. Und da setze ich noch einmal vorneweg eine Aussage, die Sie von mir immer hören werden. Mich ärgert das ungemein, dass die Betreuung und Bildung von Kindern als Belastung empfunden wird. Das ärgert mich ungemein, und dass es in den Kommunen und in der Politik immer wieder auch so diskutiert wird. Die Kommunen werden durch Kinder belastet. Die Kommunen werden durch Kinder und Familien mit Kindern belastet. Die Familien mit Kindern sind eine Belastung für diese Kommunen. Ich kann es nicht mehr hören. Dadurch, dass Kinder betreut werden können, können die Frauen und Männer oder die Familienangehörigen arbeiten gehen. Wer profitiert davon? Niemand anders als der Staat.
Wenn es keine Betreuung gibt, kann der eine Ehepartner, der vielleicht 30.000 € brutto verdient, in die Sozialversicherung einbezahlt, einfach nicht arbeiten. Der ist zu Hause. Es ist nicht der Staat, der bitterlich dafür bluten muss, weil sich eine Familie selbst verwirklichen will oder vielleicht muss, sondern es ist eine Leistung, die derjenige, der arbeiten geht, dann nämlich auch bezahlt über seine Steuern und seine Sozialabgaben, die er nämlich sonst gar nicht hätte, der Staat. Das Problem, das wir haben, ist, dass die Kommune nur 10% der Einkommensteuer behalten darf. Das ist das Problem, und dass der Rest der Einkommensteuer aufgeteilt wird zwischen Land und Bund. Nämlich der davon profitiert, dass derjenige arbeiten geht, ist nicht die Kommune, jedenfalls nicht maßgeblich, sondern die, die das Geld einstecken dafür, dass diese Leistung dort erbracht wird, von der Familie, von meistens der Frau, die zusätzlich arbeiten geht und noch sich ums Kind am Rest vom Tag kümmert. Diese Leistung dieser Familie, die dann immer noch versuchen, das Kind gut zu erziehen, dass man das diesen Familien vorwirft und sagt, der Staat ist ja hier ganz großzügig und macht euch das alles möglich. Nein, diese Familien bezahlen das auch über ihre Einkommensteuer und über ihre Sozialabgaben. Und das müssen wir uns einmal deutlich machen, wenn wir diese Debatte führen, weil es nämlich nicht anständig ist gegenüber diesen Familien, die nämlich unglaublich viel für unsere Gesellschaft leisten. Sie ziehen Kinder groß, und sie beteiligen sich an der Wertschöpfung. Und darum möchte ich gerne einen anderen Tenor gerne bei der Debatte, und darum stelle ich das immer vorab. Und ich möchte auch noch einmal deutlich machen, für die Freien Demokraten ist dieser Bereich sehr wichtig. Wobei der erste Investitionspunkt wäre für uns schon das Thema Qualität in Einrichtungen, frühkindliche Bildungseinrichtungen. Dort muss Chancengerechtigkeit gefördert werden. Da müssen wir mehr Geld reintun. Und Frau Wissmann, ich habe ja gehört, dass Sie gesagt haben, konservative Regierungen haben immer viel für die Qualität getan. Ich habe jetzt einmal im Koalitionsvertrag dieser Landesregierung geblättert. Ich habe kein großes Investitionsprojekt von mehreren 100 oder 10 Millionen € gefunden, wo man jetzt etwas für die Qualität tun will. Wir haben die Evaluierung des KiföG nicht zusätzlich. Nicht zusätzlich. Aber wir haben die Evaluierung des KiföGs. Da bin ich mal gespannt, Frau Kollegin Wissmann, ob Sie da noch einmal nachlegen. Da können Sie noch einmal zeigen, ob Sie wollen oder nicht. Da werden wir die Debatte wieder führen. Und ich bin wirklich der Meinung, die Qualität hat für mich, also die oberste Priorität muss natürlich sein, die Familien brauchen einen Platz. Da hat dieses Land unglaublich viel und die Kommunen zusammen unglaublich viel geleistet. Also unglaublich, was da für eine Infrastruktur im U3-Bereich aufgebaut worden ist. Unglaublich viel, was da überall in diesem Land passiert ist im Vergleich vor 10, 15 Jahren. Natürlich braucht man den Platz. Und wenn man den Platz hat, dann will man natürlich als Familie, dass da auch eine tolle Qualität da ist. Weil man hat ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, und das ist alles, worauf man sich fokussiert. Und da will man auch eine gute Qualität. Und natürlich, das ist uns auch ein wichtiger Schwerpunkt, weil hier geht es um die Chancengerechtigkeit. Wir haben QSV evaluiert. Also QSV, wenn es nicht ein blöder Name, vielleicht muss man es selbst zugeben, da geht es um den Übergang von dem Kindergarten in die Grundschule. Wir haben das evaluiert. Was wenig, also was, das ist natürlich das Gesetz abnehmend grenznutzend, was wir da reingegeben haben an Investitionen. Es ist nicht wenig Geld, aber es ist auch nicht enorm viel Geld. Aber was man bei der Auswertung gesehen hat, was ist gerade schwächeren Kinder für Vorteile? Was ist dort sozusagen bei der Evaluierung, was dort qualitativ gerade für schwächere Kinder für Vorteile entstanden sind? So etwas muss hessenweit ausgedehnt werden. Das sind Fragen, denen wir uns stellen müssen, und da müssen wir etwas tun. Und warum hat sich meine Fraktion jetzt doch dafür entschieden, den SPD-Gesetzentwurf zu unterstützen? Weil es natürlich auch immer noch eine Frage ist, die Kinder müssen auch in die Kindertagesstätte gehen. Und da mag man Statistiken kennen oder auch nicht. Da ist es schon auch eine Frage, und Frau Wissmann, wenn Sie sagen, da ist die Statistik nicht aussagekräftig genug, ist das eine wirkliche Belastung für die Familie? Die Sozialstatistik sagt, eine der größten Armutsgründe sind Kinder. Wenn Sie die Statistik angucken, die ist jetzt nicht total auf Kindertagesstätte abgestimmt, aber ein Armutsgrund sind Kinder. Einer der größten Armutsgründe in Deutschland sind Kinder. Und das Problem ist ja vielleicht nicht eine Einkindfamilie. Aber wenn Sie in der Regel, brauche ich Ihnen vielleicht nicht zu sagen, aber wenn man mehrere Kinder hat, und oftmals ist es ja so, dass man eins hat oder dann gleich zwei, drei, also es ist vielleicht auch nur eine selektive Wahrnehmung, aber wenn man mehrere Kinder hat, dann braucht man ja nicht nur dreimal den Kindergarten zu bezahlen oder U3, Kindergarten und Grundschulbetreuung Gebühr zu zahlen. Da wirkt dann auch nicht zwingend irgendein Geschwisterbonus, sondern man hat ja auch ein größeres Auto,
man braucht eine größere Wohnung, man fährt nur noch Camping, einen anderen Urlaub kann man sich nicht mehr leisten. Also, wer sich bereit erklärt, Kinder in die Welt zu setzen, viele Kinder, die Menschen haben einen größten Respekt. Und wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, ihnen ein Stück weit zu helfen, dann ist das etwas, was wir gerne auch unterstützen an dieser Stelle, zumal der Gesetzentwurf der SPD nicht ganz so nach Freibier riecht wie, sage ich jetzt mal, das, was wir von den Linken gelesen haben, sondern sich orientiert an dem, was hier im Hessischen Landtag ja schon mal auf den Weg gebracht worden ist. Es ist ein Schritt, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Darum haben wir uns entschieden, auch wenn es nicht unerheblich Geld kostet, das mittragen zu können. Aber noch einmal zu der ganzen Frage der frühkindlichen Bildung. Unsere Kindertagesstätten, viele Kindertagesstätten in unseren Kommunen sind gut aufgestellt. Da gibt es motivierte Eltern, da gibt es motivierte Erzieher. Aber es gibt auch Kindertagesstätten, und wenn man die in den Brennpunkten besucht, Minister Grüttner kennt die Stadt Offenbach. Ich war in der Kindertagesstätte im Zentrum von Offenbach, an der Hauptstraße, 100% Migrantenanteil. Da bin ich mittags morgens hingekommen und bin mittags gegangen. Und dann kam mir jemand entgegen, eine Frau mit zwei Kindern, die hat sie da hingebracht. Und dann dachte ich, oh, in meinem Kindergarten, wenn ich 8:55 komme, da klingel ich aber, und dann gibt es aber ein Dudu, wenn du dann erst dein Kind zu spät abgibst. Und da sagt mir die Leiterin, das können wir hier nicht durchsetzen, die bringen halt das Kind dann, wenn es passt. Da sage ich, oh, und wie haben Sie denn eigentlich, da haben wir gar nicht drüber geredet, sondern wie haben Sie denn dann Ihre Konzepte darauf abgestimmt? Ja, wir müssen das machen, wie die eben bringen, wir können da ja nichts dran machen. Also ich muss natürlich deutlich machen, und das weiß ja auch jeder, der sich hier damit beschäftigt, wir haben Schritte gemacht, gerade mit der Integrationspauschale, aber das ist natürlich längst nicht genug, um der Chancengerechtigkeit Rechnung zu tragen. Und darum kann man an der Stelle nicht intensiv genug Politik machen. Hier ist eine Leerstelle im Koalitionsvertrag, so empfinde ich das jedenfalls, wenn ich ihn lese. Und darum ist es richtig, dass wir dann auch als Opposition immer wieder die Landesregierung auch darauf aufmerksam machen, durch Gesetzentwürfe oder Anträge, dass wir hier Handlungsbedarf sehen. Und ich weiß, dass es ja einen Verteilungswettkampf zwischen den verschiedenen Ministerien gibt und den verschiedenen Aufgaben. Und mir ist auch klar, dass das Sozialministerium jetzt wegen anderen Aufgaben enorm viel, wenn ich mir den Haushalt angucke, des Sozialministeriums, ich weiß gar nicht, vor 4 Jahren, 5 Jahren waren das noch 500 Millionen Euro, würde ich mal schätzen, was da jetzt passiert, ist mir auch klar, dass es da nicht so einfach ist, jetzt auch Mittel hier bereitzustellen. Aber Sie sind in einer guten finanziellen Situation im Land Hessen. In einer, wie es sich andere Regierungen gerne gewünscht hätten, zu sein. Und dann sollten Sie nicht die Frage der Chancengerechtigkeit der frühkindlichen Bildung nicht vergessen. Denken Sie an die Familien und die Kinder in unserem Land. Da kann man nicht genug für tun. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kostenfreie Kitas, das klingt gut, ist nicht falsch und ist perspektivisch richtig, auch für uns Grüne. So einfach kann das sein. Und ich glaube, dass wir uns in bestimmten Fragen bis ins Verästele verkämpfen. Entscheidend ist, ist es jetzt die richtige Antwort auf die Anforderungen des Landes Hessen? Und ist es jetzt das drängendste Problem der Eltern? Ist es nicht so, dass sie einen Betreuungsplatz brauchen für die Kinder U3 unter 3 Jahren, dass sie nicht einen Betreuungsplatz brauchen, vor allem in den Grundschulen? Ist es nicht so, dass sie tatsächlich, wie Sie sagen, Herr Rock, auch tatsächlich eine gute Qualität wollen? Und dass all das Geld kostet, und zwar viel Geld? Und ist es dann nicht so, dass, wenn man seriös Politik machen will und seriös regieren will, tatsächlich finanzpolitische Schwerpunkte setzen muss?
Und wir haben für uns gesagt, wir setzen den Schwerpunkt für diese Legislaturperiode, für den Ausbau von Quantität und Qualität. Bei der Frage der Qualität wissen Sie alle, Ende des Jahres wird es erste Evaluationsberichte geben von dem, was wir in Auftrag gegeben haben. Da wird es sicherlich eine Diskussion geben, wie werden wir in der Qualität noch nachlegen. All das, Ausbau, Quantität und Qualität, ist eine finanzpolitische Entscheidung. Ja, klingt gut. Und viele Menschen würden auch gerne weniger finanzielle Belastungen haben, gerade im Kindergartenbereich. Wir können aber auch reden über kostenlose Zugänge für Schwimmbäder und vielem anderen mehr. Da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die Belastung für Familien zu reduzieren. Aber wenn man im Land regiert und sagt, wir haben die Haushaltssituation, wie sie ist, und versuchen, kluge Schwerpunkte zu setzen, dann finde ich es unseriös, im selben Atemzug Kostenfreiheit zu versprechen. Deswegen betone ich noch einmal, wir haben den Schwerpunkt gelegt auf Ausbau von Quantität und Qualität. Was ich ja beachtlich finde, ist, dass die SPD noch in ihrem eigenen Parteiprogramm genau das auch unterschrieben hat. Dort heißt es wörtlich, wir streben die allgemeine Gebührenfreiheit auch für alle Angebote der frühen Bildung an. Priorität hat für uns jedoch im ersten Schritt der Aufbau der Angebote. Das haben Sie selbst noch vor 2 Jahren in Ihr Parteiprogramm geschrieben. Das sehen wir als GRÜNE ganz genauso. Es mag halt sein, dass man ab und zu mal eine populistische Sau durchs Dorf treiben will, aber dafür sind wir jetzt nicht zu haben, sondern wir arbeiten seriös Schritt für Schritt. Ja, das ist doch. Wie finden Sie denn Ihr eigenes Parteiprogramm, Herr Kollege? Finden Sie jetzt auch zum Lachen? Ich finde es nicht zum Lachen. Ich finde, da haben Sie sich Gedanken zugemacht. Wir nehmen darauf Stellung. Und noch ein anderer Punkt zum Thema Seriosität in der Finanzpolitik. Mein Kollege Wagner hat ja eine wunderschöne Auflistung mal gemacht. Sie wollen für den Wohnungsbau 2 Milliarden, für den KFA eine Aufstockung 1 Milliarde, durch die Beamten bessere Besoldung 230 Millionen, mehr Personal in den Ministerien 50 Millionen, Straßenbau 20 Millionen und Kitas in der Endausbaustufe würden 400 Millionen kosten. Das sind 3,7 Milliarden Mehrausgaben. Ich finde das unseriös, alles auf einmal zu versprechen. Ich finde das unseriös. Das müssen Sie mit sich selbst ausmachen. Ich finde das Populismus. Und die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist hinreichend beantwortet worden, mehrfach. Es gibt dazu immer zwei Meinungen, das ist völlig klar. Aber wir wissen, sozial arme Menschen haben keinerlei Grund, ihre Kinder nicht in die Kitas zu schicken. Sie bekommen wirtschaftliche Jugendhilfe, sie bekommen das erstattet. Und das ist dann die Frage, führt Kostenfreiheit da signifikant zu höherer Teilnahme an Kindergärtenbesuch? Und Sie wissen dann, dass ein Hamburg kostenfrei eine auch geringere Beteiligung hat an Kindergärten, etwa bei 92%. Hessen liegt bei 93%, Rheinland-Pfalz etwa bei 94%. Also mit etwas Großzügigkeit können wir sagen, dass alle drei Bundesländer etwa gleich aufliegen. In zwei davon ist in der Tat die Gebührenfreiheit. Aber es ist ein Argument zu sagen, es hat nicht zu 100% Betreuung in Hamburg oder Rheinland-Pfalz geführt. Also das ist nicht das richtige Instrument, zu sagen, wir machen jetzt gebührenfrei und dann haben wir plötzlich alle, die da hingehen. Die 6-7% oder 5%, die nicht hingehen wollen, machen das offensichtlich in Hamburg und Rheinland-Pfalz nicht. Dann müssen Sie ehrlicherweise diskutieren, ob Sie die Kindergartenpflicht wollen. Dann erreichen wir alle 100%. Das ist momentan jedenfalls nicht unsere Auffassung. So, und jetzt haben Sie also festgestellt, dass, ob gebührenfrei oder nicht, wir eine 93-prozentige Beteiligung haben in allen drei Bundesländern. Also kann es auch darin nicht liegen. Jetzt ist die Frage, können wir mit einer sozialen Staffel, ich komme aus Frankfurt, die Frankfurter, wir haben eine soziale Staffel, wer wenig verdient, zahlt wenig, wer viel verdient, zahlt viel. Das ist eine soziale Gerechtigkeit, auch bei der Gebührenfreiheit, wenn man momentan andere Schwerpunkte setzt. Ich sage noch einmal, perspektivisch ist es die Frage, wollen wir Bildung kostenlos haben? Ja, ich glaube, niemand hier im Saal sieht das anders. Perspektivisch wollen wir alle die Bildung gebührenfrei haben. Aber die Frage ist doch, wenn Sie das vergleichen mit der Schule und Hochschule, Herr Kollege Merz, noch eine Sekunde. Wenn Sie Schule und Hochschule mit Kinderbetreuung vergleichen, ist das völlig absurd. Wir haben doch erst seit 20 Jahren überhaupt eine seriöse Kinderbetreuungspolitik. Schulen werden seit Jahrzehnten ausgebaut, Hochschulen seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar ein Jahrhundert. Und in der Kindergartenbetreuung, ich erinnere mich doch noch, wie da mühselig improvisiert wurden, wie Eltern selbst noch eigene Initiativen machen mussten, um überhaupt eine Kinderbetreuung zu finden. Seit etwa 20 Jahren haben wir gesetzliche Grundlagen, haben Rechtsansprüche ausgebaut. Wir haben einen riesen Nachholbedarf in der Infrastruktur. Und deswegen kann man das nicht vergleichen, sagen, Schule ist kostenlos und Kinderbetreuung soll jetzt auch kostenlos sein. Wir haben da andere Hausaufgaben zu erledigen. Wir müssen erst einmal jedem Elternteil tatsächlich einen Platz bieten und das mit guter Qualität. Und das geht vor. Und das ist auch eine finanzpolitisch seriöse Ausrichtung. Dazu stehe ich auch. Ich danke Ihnen.
Das Wort hat Frau Abg. Schott, DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da muss irgendwo verwaltungstechnisch vermutlich mal etwas schiefgegangen sein. Wir stimmen dem Antrag der SPD zu. Wir stimmen ihm zu, weil er aus unserer Sicht nicht der große Wurf ist, aber der Schritt in die richtige Richtung. Wir denken, halt, die Pauschale von 100 € ist nicht kostendeckend vor Ort. Das ist es nicht bei den, über Dreijährigen, bei den unter Dreijährigen schon gar nicht. So, von daher erst einmal das zur Klarstellung. Die Kita-Beiträge steigen. Sie sind eine Belastung für viele Eltern. Das kann man hier wegzureden versuchen, oder man kann es lassen. Aber es ist de facto für eine große Gruppe Eltern eine Belastung. Und sie wird eine immer größere Belastung, weil die Beiträge steigen. Ich möchte nur ein Beispiel aus meiner näheren Umgebung hier anbringen. Im Kreisteil Hofgeismar wollen 9 von 10 Bürgermeistern die Kita-Gebühren erhöhen. Und es belastet Eltern, es belastet Familienhaushalte, denn das sind ja nicht die einzigen Erhöhungen, mit denen die leben müssen in letzter Zeit. So, und dann muss man doch einmal deutlich sagen, es geht doch hier um Gebühren, darum, dass die Familien entlastet werden müssen, und es geht um Qualität. Diese Pseudodebatte, die hier geführt wird, Herr Bocklet, die auch Sie hier gerade geführt haben, diese Debatte, wir wollen Qualität, das ist eine Pseudodebatte, weil, ich habe das im Ausschuss schon einmal gesagt und ich wiederhole das hier auch öffentlich gerne, wenn Sie entscheidende Schritte zur Verbesserung der Qualität in unseren Kitas machen würden und nicht nur davon reden würden, hätte ich überhaupt kein Problem zu sagen, wir nehmen unseren Gesetzantrag und legen den für ein Jahr oder für zwei auf Eis. Aber ich sehe nicht, dass Sie das eine und ich sehe nicht, dass Sie das andere tun. Sie reden nur davon und Sie sagen, wir können nicht an der Gebührenschraube drehen, weil wir die Qualität verbessern wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Das KiföG hat eine so schlechte Qualität, dass Sie selber hier immer gesagt haben, wir wünschen uns ja, dass die Gemeinden vor Ort etwas Besseres damit machen. Das hier ist sozusagen der untere Boden, den wir einziehen. Darauf kann alles passieren. Aber Sie haben offensichtlich aber Ihre eigenen Worte, und ich möchte Sie an der Stelle auch gern zitieren. Wir schaffen zusätzlich finanzielle Spielräume, damit je nach Ausgangssituation vor Ort der Mindeststandard erreicht werden kann, bereits darüberliegende Standards aber gehalten oder weiter verbessert werden können. Ihre Worte, unsere bürgerliche Politik schreibt weniger vor, als sie ermöglicht. Sie regelt das Unabänderliche tatsächlich, den Mindeststandard, das Unverzichtbare nämlich. Und sie erleichtert das Wünschenswerte, den tatsächlichen Standard. Immer noch Ihre Worte. Vor allem aber überlässt sie die konkrete Entscheidung im Einzelfall denen, die es vor Ort am besten beurteilen können. Das sind in unserem klug verfassten Gemeinwesen die Kommunen, die dafür nämlich auch zuständig sind. Ich rufe deshalb alle kommunalen Verantwortlichen, und zwar mit allem Respekt, den ich hier schon öfter geäußert habe, dazu auf, aus den Chancen dieses Gesetzes nun auch etwas, und zwar am besten das Bestmögliche zu machen. Das waren Ihre Worte. So weit, so gut. Wissen Sie nur, zu wem das nicht durchgedrungen ist? Zum Rechnungshof. Der Rechnungshof kommt nämlich zum Ergebnis. In seinem Kommunalbericht hat er für 26 kleine Gemeinden bei Anwendung des hessischen KiföG insgesamt ein Ergebnisverbesserungspotenzial, man achte auf das Wort, bei der Personalausstattung von 700.000 € errechnet. Sozusagen die Abmahnung für zu viel Qualität. Das ist das, was Sie mit Ihren Mindeststandards erreichen. Gleichzeitig hat er aber mitgeteilt, und das hat mich mindestens ebenso sehr beunruhigt, dass in 10 Gemeinden kein Ergebnisverbesserungspotenzial bei der Personalausstattung mehr besteht, da die Istbesetzung bereits unter dem liegt, was im Soll des KiföG steht. So, jetzt denken Sie doch noch einmal bitte über Ihr Gesetz nach und denken Sie noch einmal darüber nach, ob Sie hier ständig über Qualitätsverbesserungen reden, wenn das die real existierende Situation in diesem Land ist. Das wäre für mich wirklich noch einmal eine ganz spannende Debatte. Hessen? Ach du liebe Güte, Sie können ja noch nicht mal real existierende Qualität in Kindergärten, in Kindertagesstätten leisten. Nicht mal das schaffen Sie. Von realem Sozialismus haben Sie doch keine Ahnung.
und was es bedeuten würde, wenn wir ein ganz kleines bisschen mehr Gerechtigkeit hätten. Davon haben Sie auch keine Ahnung. Und ich sage Ihnen, warum Sie davon keine Ahnung haben. Sie reden davon, dass es nicht finanzierbar ist und dass es eine Gleichmacherei für alle ist. Irgendwie so war das Wort vorhin. Und es war sogar im Zusammenhang von Kindern und von Kita-Betreuung von Freibädern die Rede. Das finde ich einfach ekelhaft. Und Sie reden davon, dass man damit dann sozusagen allen, auch denen, die es nicht brauchen, ein Geschenk zu machen. Ich will hier nicht über Steuergeschenke an Reiche und Superreiche reden. Ich will hier nicht davon reden, dass es wieder nicht klappt, eine vernünftige Erbschaftssteuer auf den Weg zu bringen, wo man nämlich die, die nichts dafür getan haben, dass sie was kriegen, ordentlich besteuern, damit in diesem Gemeinwesen was vernünftig funktionieren kann. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Sie sich auf den Weg machen, eine Vermögensteuer auf den Weg zu bringen, damit wir nämlich das, was wir an Angeboten haben, das, was wir brauchen, Bildung insgesamt, Kita-Betreuung, dass wir das gebührenfrei machen können, dass wir das so machen können, dass wir Schule gut machen können, dass keiner davon belastet ist und dass die Schultern, die viel tragen können, auch viel tragen, weil sie es an anderer Stelle bezahlen. Das tun Sie nicht. Und anschließend reden Sie von Gleichmacherei. Und es ist auch nicht wahr, dass es schon frei ist. Es ist für ganz arme Menschen frei. Es ist für ganz arme Menschen frei, aber es gibt eine ganz hohe Zahl, die überhaupt keine Staffelpreise haben. Nein, es gibt ganz viele Städte, die keine Staffelpreise haben. Und es gibt natürlich Geschwisterkinder, die nicht in dieselben Einrichtungen gehen. Wie Herr Rock das eben schon gesagt hat, wenn man ein Kind in der Krippe hat, das nämlich nicht unbedingt räumlich gleich sein muss und der gleiche Träger sein muss, das andere in der Kita hat und das dritte in der Grundschulbetreuung, dann zahlt man dreimal, und zwar den vollen Preis, weil es dann in der Regel keinen Geschwisterkinderrabatt gibt. So, und dann können Sie sich überlegen, ob Sie noch erwerbstätig sein wollen oder nicht. Und da reden Sie hier von Gleichmacherei. Wovon wir reden, ist, dass wir in einer Tendenz sind, die es Eltern in Zukunft immer schwerer macht, bis hin zu verunmöglicht, dass sie ihre Kinder in eine Betreuung kriegen. Und dann wollen wir doch einfach einmal bei den ganz nackten Fakten bleiben. Wir brauchen doch nur einmal zu schauen, wie viel Elternbeiträge beigetrieben werden müssen. Da haben wir eine ganz schlechte Informationslage, wissen wir, seit die SPD dazu eine Anfrage gestellt hat. Das heißt, aber es gibt ja Kommunen, von denen wir es wissen. Wir sind ja alle auch kommunal unterwegs. Und ich weiß von einer Kommune, in der 75% der Beitreibungstätigkeit sich auf Kita-Beiträge bezieht. 75% der Beitreibungstätigkeit. Das heißt doch, dass wir dort Kraft binden, die wir vernünftigerweise anders einsetzen könnten. Und ich glaube, es gäbe eine Menge Möglichkeiten, wie wir das umsetzen können. Und wenn Sie denn den einen oder den anderen Schritt gehen würde, wäre das doch schon hilfreich. Aber Sie gehen gar keinen und zeigen mit Fingern auf die Fraktionen hier im Haus, die versuchen, wenigstens einen Schritt zu gehen. Gehen Sie doch wenigstens ein kleines Schrittchen. Nicht mal das schaffen Sie. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich versuche in der Debatte, mich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, die einer Auseinandersetzung auch wert sind, also im Wesentlichen mit den Punkten, die Herr Kollege Merz in die Debatte eingeführt hat. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass wir uns sehr genau darüber nachdenken müssen, wie wir Familien, die im Sinne der momentanen Sozialgesetzgebung etwas oberhalb des Beitragsbemessungsniveaus liegen, Hilfestellungen leisten können, damit der Besuch einer Kindertagesstätte für diese Familien nicht in eine Situation hineinführt, die diese Familien vor die Situation oder für die Frage stellen, können wir uns leisten. Das ist eine Debatte, um die es sich lohnt, nachzudenken. Dazu bedarf es aber einer differenzierten Betrachtung und nicht einer Pauschalisierung. Und damit bin ich bei dem Gesetzentwurf, den Sie eingebracht haben, weil er ist an keiner Stelle differenziert und es ist an keiner Stelle auf die eigentliche Problemgruppe eingegangen, sondern es ist eine Pauschalisierung, von der ich der Überzeugung bin, dass es sich lohnt, sie intensiv zu diskutieren. Und jetzt wissen wir ja, das haben Sie uns ja auch hinlänglich schon oft genug gesagt,
dass das ein Thema ist, das uns in den nächsten Monaten und Jahren begleiten wird. Und deshalb ist es auch spannend, sich immer wieder auch zu vergegenwärtigen, wo es Argumente gibt, auf die es einzugehen sich lohnt und was möglicherweise noch zu berücksichtigen ist. Und deswegen, wenn wir über die Fragestellung von Gebührenfreiheit reden, müssen wir uns die Frage stellen, für wen und für was. Die Grundlage für die Beitragsfreistellung im dritten Kindertagesstättenjahr war gewesen, dass die Fragestellung des Übergangs von der Kindertagesstätte in den schulischen Alltag einer Begleitung bedarf und in diesem Kindergartenjahr, in diesem dritten, viele Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass dieser Übergang gelingen kann und gleichzeitig damit auch den Kindern eine Chance gegeben wird, nicht einen Bruch zu erleben von einer möglicherweise sehr behüteten und von mir hochgeschätzten Betreuung im familiären Umfeld und oder der Vorbereitung auch in einer Kindertagesstätte auf den schulischen Alltag. Es war keine Motivation, das dritte Kindergartenjahr freizustellen, um die Fragestellungen von müssen Familien oder können Familien die Beiträge bezahlen, zu diskutieren, sondern die Diskussion um das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr war eine Diskussion, um Kindern diesen Übergang zu erleichtern. Das ist der Punkt gewesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein guter Ansatz gewesen ist. Und Frau Wiesmann hat die Zahlen genannt. Ich glaube auch, dass diese Zahlen durchaus erreichbar gewesen wären ohne diese Maßnahme. Aber sei es drum, ich will es gar nicht infrage stellen. Aber über 90% der Kinder über 3 Jahren besuchen eine Kindertagesstätte. Das ist ein toller Erfolg. Und das zeigt, dass Kindertagesstätten akzeptiert sind, einen Bildungsauftrag haben, diesen Bildungsauftrag auch erfüllen. Und sie erfüllen ihn in Zusammenarbeit mit den Trägern, seien es Kommunen, seien es kirchliche Träger, seien es freigemeinnützige Träger, seien es Vereine, seien es Elterninitiativen, gemeinsam mit denjenigen, die darüber hinaus Verantwortung tragen, weil sie eine finanzielle Unterstützung leisten, nämlich seitens des Landes. Also, die Fragestellung bleibt übrig, für wen Gebührenfreiheit? Für wen Gebührenfreiheit? Ich gehe jetzt gar nicht einmal auf die Fragestellung von Mängeln in dem vorgelegten Gesetzentwurf ein, von dem ich mich wundert, dass er von einer Seite Zustimmung erfährt, von der ich es nicht erwartet habe, weil die Fragestellung der Kosten, die damit verbunden sind, nicht so einfach hochzurechnen oder zu übertragen sind aus der bisherigen Beitragsfreiheit. Will ich Ihnen das System noch einmal erklären? Die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr geht auf die Grundlage der statistischen Erfassung der in dieser Altersstufe befindlichen Kinder ein, unabhängig von der Fragestellung, ob sie eine Kindertagesstätte besuchen oder nicht. Und die Kommunen sind damit einverstanden, weil in der Regel das letzte Kindergartenjahr, für die sie eine volle Beitragsentlastung bekommen, real nur für ein Dreivierteljahr in Anspruch genommen wird. Das wissen Sie aus Ihrer Erfahrung auch. Schuljahresbeginn. Und es ist dann relativ einfach. Im Juli beginnt die Schule, also machen die Eltern 6 Wochen vorher noch einmal Urlaub mit den Kindern, weil sie sagen, es ist das letzte Mal, dass wir eine Chance haben, außerhalb der Schulzeit zu fahren, oder 3 Wochen, oder nehmen sie raus. Auf jeden Fall in der Mischkalkulation sind es nur 9 Monate im letzten Kindergartenjahr. Deswegen sind die Kommunen einverstanden damit. Jede Erweiterung werden wir mit großem Interesse verfolgen müssen, welche Kostenfolgerungen damit verbunden sind seitens der Kommunalen Spitzenverbände, aber auch der anderen Träger. Zumindest ist hier schon einmal ein entscheidender Mangel in Ihrem Gesetzentwurf festzustellen, weil Sie es einfach kumulieren. Sie machen es sich ja jetzt auch einfach. Sie sagen einfach, alles wird kostenfrei gestellt, egal was es kostet. Aber das ist halt keine verantwortliche Politik, so wie wir es verstehen, sondern wir wollen schon wissen, was das kostet, was wir machen. Und ich habe mehrfach schon Zahlen hineingerufen,
mit über 430 Millionen € unterstützt das Land jährlich in der Zwischenzeit die kommunale Aufgabe der Kinderbetreuung in unserem Lande. Das ist eine riesige Kraftanstrengung. Und Sie wissen, 60 Millionen waren es, als wir die Regierungsverantwortung übernommen haben 1999. Also für wen die Gebührenfreiheit? Für die Eltern, sollte man ja meinen. Also für die alle Eltern. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, alte ideologische Diskussionen zu führen. Aber der Punkt Umverteilung von unten nach oben war mit Sicherheit kein Kampfbegriff der CDU. Aber was Sie mit dem Gesetzentwurf machen, ist genau das. Das haben Sie bekämpft. Sie bevorzugen diejenigen, die es sich leisten können. Weil diejenigen, die es sich nicht leisten können, haben aufgrund der Sozialgesetzgebung eh eine Beitragsfreiheit. Wir sind wieder in dem Grenzbereich drin, über den wir uns Gedanken machen müssen. Aber ich habe kein Verständnis dafür, warum das gut verdienende Ehepaar, das eine Sorge dafür trägt, dass auch Gewerbesteuer bezahlt, Einkommensteuer bezahlt wird oder vieles andere mehr, nicht auch einen Beitrag, eine Gebühr für eine Kinderbetreuung aufzubringen hat. Habe ich kein Verständnis dafür, aber die entlasten Sie. Also, für wen? Also auch für die begüterten Eltern. Auch für die begüterten Eltern. Also, Sie wollen die Grenzfälle erreichen, indem Sie pauschal alles über einen Kamm scheren. Das ist keine zielgerichtete Sozialpolitik. So machen wir auch keine Sozialpolitik und auch keine Kinderbetreuungspolitik, sondern wir kümmern uns um diejenigen, die einen Bedarf haben. Um die kümmern wir uns. Und dort finden wir zielgerichtete und ehrliche Lösungen, aber nicht in der Pauschalisierung. Also, ja, jetzt kommen ja gleich die Repliken. Dann müssen Sie nur zuhören, aber das können Sie, Herr Merz, das weiß ich. Wenn Sie also jetzt das gar nicht so sehr für die Eltern machen, die einen Bedarf haben, sondern für alle, könnte man ja auch sagen, dann für die Kommunen. Also sozusagen für Eschborn. Also wir sollen Eschborn subventionieren. Die stellen ihre Beiträge frei zu Lasten des kommunalen Haushaltes und sollen von dem Land, weil sie diese Leistungsfähigkeit haben, Geld bekommen. Es tut mir leid, brauche ich nicht, weil ich finde, auch die Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Kommunen muss an der Stelle der Einkommensstruktur gewahrt bleiben. Und da sage ich das dann auch als jemand, der aus einer durchaus auch unter finanziellen Schwierigkeiten leidenden Kommune kommt, also Offenbach, dass ich mich freue, wenn Eschborn es sich leisten kann, ihre Eltern freizustellen. Aber ich muss deswegen Eschborn nicht entlasten, wenn sie es kann, und den kommunalen Haushalt. Und ich muss nach anderen Wegen suchen, um finanzschwache Kommunen zu unterstützen, wenn der Anteil der einkommensschwachen Familien so hoch ist, dass es den kommunalen Haushalt überwiegend belastet. Aber das bedeutet nicht eine pauschale Gebührenfreiheit an dieser Stelle, sondern eine differenzierte Betrachtung und keine Pauschalisierung. Insofern kommt damit einher auch die Fragestellung der Gleichheit der Lebensverhältnisse. Meinen Sie die in Deutschland oder meinen Sie die in Hessen? Sowohl als auch. Gut, also insofern bin ich Ihnen ja dankbar, dass Sie als Sozialdemokraten die Novellierung des kommunalen Finanzausgleiches mit unterstützt und beschlossen haben, der genau eine solche Gleichheit der Lebensverhältnisse versucht, auf den Weg zu bekommen, indem einkommensstärkeren Kommunen etwas genommen wird und etwas einkommensschwächeren Kommunen etwas gegeben wird. Ich weiß aber nicht so genau, ob das auch mit Abstimmungsverhalten bei Ihnen verbunden gewesen ist, dass Sie genau an dieser Gleichheit der Lebensverhältnisse mitgewirkt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass Sie da massiv dagegen gewesen sind an dieser Stelle, unabhängig von der Fragestellung der Höhe des kommunalen Finanzausgleichs, der extrem hoch gewesen ist. Also das kann es ja nicht sein. Also Gleichheit der Lebensverhältnisse in Deutschland. Ja,
Ich erwarte Ihre massive Unterstützung bei den Bestrebungen des Landes Hessen, für einen vernünftigen Länderfinanzausgleich zu sorgen, der die Gleichheit der Lebensverhältnisse darstellt, aber nicht zulasten des Landes Hessen. Und Sie haben in der Haushaltsdebatte vom Finanzminister gehört, was wir im ersten Quartal und überhaupt in diesem Jahr schon an Zahlungen geleistet haben, um die Gleichheit der Lebensverhältnisse darzustellen. Und da muss ich dann schon sagen, wir können uns über vieles unterhalten, auch was das Land Hessen anbelangt, an vielen Bereichen, die wünschenswert sind. Wenn wir das, was wir in unserem Land erwirtschaftet haben, auch tatsächlich in unserem Land einsetzen könnten und nicht dafür unterschiedliche Prioritäten. Ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Danke, Herr Präsident. Ich bin an dieser Stelle fertig. Insofern glaube ich, dass diese Debatte schon spannend wird, weil Sie haben einen massiven Erklärungsbedarf, wie Sie mit der Fragestellung einer pauschalen Antwort auf eine Frage, die wir ernsthaft diskutieren müssen. Wie schaffen wir es, an der Grenze einer Einkommenssituation es zu vermeiden, dass wegen der Frage der Kosten von Kinderbetreuung Eltern oder Familien in eine Situation hineinrutschen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihren eigenen Lebensunterhalt auch zu bestreiten? Das ist die spannende Frage. Aber ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, für denjenigen, der es sich leisten kann, auch für die Kinderbetreuung eine Gebühr zu bezahlen, von der wir wissen, dass sie nie kostendeckend ist, und dann kommen wir wieder auf die 435 Millionen Euro, die das Land im Jahr dazu gibt, für diejenigen, glaube ich, müssen wir uns keine Gedanken machen, sondern sie haben eine richtig gute Chance, in der Zwischenzeit in Kinderbetreuungseinrichtungen, die nicht der Betreuung mehr alleine das Wort reden, sondern das sind Bildungseinrichtungen, auch tatsächlich einen gesunden Start in ihr weiteres Leben erfahren können. Und das mit Hilfe der Eltern. Und auch da sind wir wieder bei einem Punkt. Die Eltern sind in einer wesentlichen Pflicht. Die Eltern haben auch eine Mitwirkungspflicht und nicht alleine Kindertagesstätte. Aber das ist gut. Bei über 90% Besuchsquote der über Dreijährigen, glaube ich, wissen wir, dass wir mit unseren Maßnahmen richtig liegen, und auf diesem Weg werden wir auch weitergehen. Das Wort hat Herr Abg. Merz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man soll eine Debatte führen, wenn es sich lohnt, sie zu führen. Es lohnt sich, sie mit Ihnen zu führen, Herr Minister. Und allein deswegen, weil Sie immerhin nicht von Freibier für alle geredet haben, wie meine ansonsten sehr geschätzte Kollegin Wiesmann. Sie hat nämlich vergessen zu erklären, warum eigentlich Freibier für alle im letzten Kindergartenjahr in Ordnung ist und Freibier für alle im vorletzten nicht in Ordnung ist. Und ich will jetzt mal bei der Historie des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres bleiben. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass ich damals die Prämisse nicht gekauft habe, dass mir damit eine Anreizfunktion verbunden ist, weil wir damals schon bei der Einführung im letzten Kindergartenjahr bei einer Besuchsquote von weit über 90 waren. Weit über 90, jedenfalls in weiten Teilen des Landes und in weiten Teilen der Bundesrepublik. Das heißt, das Anreizargument war damals schon ein ziemlich schiefes. Und ich habe jetzt, was das zweite Kindergartenjahr angeht, wie es unser Gesetzentwurf vorsieht, in meinem ersten Beitrag hinreichend etwas gesagt und gesagt, wir müssten unter dem Aspekt eigentlich in den Bereich U3 gehen, aber mindestens. Aber wir sind in der Logik geblieben. Also das Argument stimmt nur teilweise. Es stimmt auch nur teilweise, Herr Minister, dass das oder Ihr Argument ist widersprüchlich, dass mit einer pauschalen Beitragsfestsetzung sozusagen die falschen Leute subventioniert werden. Wenn man es isoliert betrachtet, wäre das richtig oder wäre zumindest teilweise richtig. Und das ist ein Argument, mit dem ich sehr lange mich auseinandergesetzt habe. Ich gehöre nicht zu denen, die sozusagen schon seit 10 Jahren auf beiden Beinen Hurra schreien, was die Beitragsfreiheit angeht. Aber die Debatte hat sich weiterentwickelt. Sie hat sich auch weiterentwickelt von der Anreizfrage zu einer Frage der finanziellen Entlastung, zu einer Frage der sozialen Gerechtigkeit. Deswegen habe ich auf diesen Punkt so viel Wert gelegt, habe aber die anderen Probleme nicht verschwiegen. So, und jetzt kommen wir einmal zu der Frage pauschale Entlastung. Wir haben
die vollständige Kostenfreiheit, zumindest Gebührenfreiheit, kostenlos ist es ja bei weitem leider nicht, in der Schule. Und wir wissen, wir haben auch die Gebührenfreiheit in der Hochschule. Und wir wissen, dass der Staat bei der Bildung oder dass die Bildungsfinanzierung, die Subventionierung von Kindern, von den Bildungsangeboten für Kinder, dass die auf dem Kopf steht. Dass ein Hochschüler, ein Student natürlich ein Vielfaches von dem kostet, was ein Kind im ersten, zweiten, dritten Kindergartenjahr kommt, und dass das insbesondere auch schon gilt, um ein Vielfaches für die Gymnasiasten, insbesondere für die in der Oberstufe, und dass die Schüler mehr kosten als die Kinder im Kindergartenbereich. Also, wenn wir von pauschalen Subventionierungen reden, dann müsste man logischerweise, und das haben Sie ja einmal mit den Studiengebühren auch versucht, an der Stelle reden. Insofern ist Ihr Argument an dieser Stelle nicht doch. Nein, es ist nicht in sich stimmig, Herr Minister. Ich will einen letzten Punkt sagen, weil wir können das nicht alles hier ausdiskutieren. Ich habe schon Frau Wiesmann gefragt, ob sie bereit ist, in eine Debatte einzutreten über die Deckelung von Kindertagesstättengebühren und ob sie bereit ist, einzutreten in eine Debatte über eine differenzierte Sozialstaffelung durch landesgesetzliche Regelungen. Ihr Beitrag, Herr Minister, war zu verstehen als ein eindringliches Plädoyer genau dafür. Und dann frage ich Sie jetzt, und ich biete Ihnen diese Diskussion an. Dann lassen Sie uns in eine Diskussion darüber eintreten, wie weit wir an dieser Stelle kommen, als Landesgesetzgeber, dafür zu sorgen, dass diejenigen tatsächlich entlastet werden, von denen Sie eingangs gesagt haben, und das habe ich gerne gehört, und ich habe es gut gehört, dass sie entlastet werden müssen, und dafür eine differenzierte Lösung zu finden. Sind Sie bereit, diesen Weg zu gehen? Das frage ich auch Frau Wiesmann. Dann diskutieren wir darüber. Ansonsten bleiben wir im Grundsatz bei der Auffassung, dass um die Gebührenfreiheit in ihrer Gänze kein Weg herumführt. Ach so, eins wollte ich noch sagen. Ich wollte Ihnen danken für den Hinweis auf die Übertragbarkeit der Kostenberechnung für das letzte auf das vorletzte Jahr. Da ist in der Tat eine Unschärfe drin. Da gucken wir noch einmal nach. Ansonsten, auch ansonsten herzlichen Dank für die sachliche Auseinandersetzung. Das lohnt sich, weiter zu diskutieren. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die zweite Lesung durchgeführt, und wir kommen zur Abstimmung. Wer diesem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein erstes Gesetz zur Förderung von Chancengleichheit in der frühkindlichen Bildung seine Zustimmung geben kann, bitte ich das Handzeichen. Das sind SPD, FDP und DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU und DIE GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass das Gesetz mit den Gegenstimmen von CDU und GRÜNEN mehrheitlich hier im Hause abgelehnt worden ist. Zur Geschäftsordnung hat sich gemeldet Herr Abg. Rock. Bitte schön. Herr Präsident, ich möchte beantragen, dass wir Tagesordnungspunkt 48 wegen seiner Aktualität heute noch am Ende der Tagesordnung beraten. Herr Merlino, zur Geschäftsordnung. Präsident, wir bedauern, dass das jetzt erst beantragt wird. Wir hatten das ja heute Morgen auf die Tagesordnung genommen. Wir sind davon ausgegangen, dass es sich normal einreiht und dann in der nächsten Plenarrunde diskutiert wird. Aber aus Gründen der Kollegialität machen wir das so, obwohl ich schon darauf hinweise, dass es etwas ungewöhnlich ist, wenn man da eine anderthalbe Stunde vor Debattenbeginn mitteilt, dass man diesen Punkt da doch noch beraten möchte. Wir machen es, bitten aber auch die Opposition, wenn uns mal ein Lapsus passiert, nicht in höhnisches Gelächter zu verfallen, wie wir das hier kennen, sondern vielleicht mit der gleichen Kollegialität uns zu begegnen. Weitere Wortmeldung zur Geschäftsordnung? Dann stelle ich fest, mehrheitlich, so wird es am Ende der Tagesordnung auf, somit ist das beschlossen, und wir verfahren so, gehen jetzt aber weiter.